Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Pizza, Pizza, Pizza 3. Ja, okay. Wir können hier auf jeden Fall Editor. Ich war hier gerade mal drinne. Ich wollte eigentlich sofort so aufnehmen. Aber, Leute, das Spiel war so ultimativ laut, da konnte man gar nichts machen. Ja, ist jetzt mal keiner flachsen. So, wir können uns hier... Markenname. Ja, Pizza. Unternehmenslogo. Okay, was nehmen wir denn hier? Das sind die Fischgräte hier. Was denn hier? Ja komm, wir sind die Fischgräte. Finde ich ziemlich lustig. Oder wir sind hier so ein Pizzaschneider. Aber eine Fischgräte ist ganz okay. Na, Costa, super Quem. Markenname. Ja, wir sind natürlich... Glabur ist ja die Marke, ne? Wir sind natürlich männlich und dann nehmen wir den auch Kevin. Ja, so wie ich aussehe. Aussehen. Ja. Thomas! Okay, weiter geht's. In die oben. Das ist doch der richtige, perfekte Geschäftsmann. Oh, wie gut. Naja, wir sind hier. Ja, hier, Blondschopf. Ja, blond, blöd, blauig. Wash and go. Ja, hier, so ein. Zwischen den beiden Kratzer. Ja, wir setzen uns auch eine Brille auf. Irgendwie gar nicht schlecht. Jawohl. Eine pinke Hose. Nee, blonde Haare passt schon. Oder wir machen aus uns so ein. Nein. Hautfarbe, okay. Komm, wir sind käsig. Charakter drehen. Oh ja. Warum kann man eigentlich... Ach, Unternehmensfarbe können wir auch ändern. Dann ändert sich... Ja, wir sind natürlich grün. Grün und pink. Ach, gleich grün, pink. Ja, wir drehen uns, Mama. Okay, komm, akzeptieren. Und wir spielen natürlich erstmal die Kampagne. Kapitel starten. Da bin ich mal gespannt, wie es ist, das gute Spiel. Muss ich euch jetzt mal ganz klar sagen. Die Bewertung auf Steam ist ja... Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Aber hab mich heute Morgen nicht so geschockt, wenn ich ganz ehrlich bin. Es... Ja. Und deswegen... Mein lieber Großneffe. Oh, ja, hallo. Das letzte Mal sah ich dich mit 13 Monaten. Ja. Du saßt auf meinem Schoß und hab dich angepinkelt. Hoppe, Hoppe Reiter gespielt. Hoppe, Hoppe Reiter. Deine Mutter war die Lieblingstochter meines Bruders Alfredo. Alfredo. Eine so schöne Frau. Ach, wäre ihr nur mehr Zeit geblieben. Ich weiß zwar nicht, ob dein Vater dir davon erzählt hat, ob du ihn überhaupt kennst und weißt, dass ich dein Großonkel bin. Aber eines weiß ich. Ganz sicher hast du schon mal meine Pizza gegessen. Jeder war schon einmal bei Pizza Padrino. Nein. Und das bin... war ich. War ich. Wenn du diese Zeilen liest, dann lebe ich nicht mehr. Oh. Mein Imperium, mein Lebenswerk, gehörte mir zum Schluss leider nicht mehr. Es fiel Don Frodato in die Hände, der meine weltumspannende Kette durch Betrug und üble Nachrede an sich gebracht hat. Du bist mein letzter lebender Verwandter. Dein Erbe ist leider gering, doch ich vermache dir, was mir geblieben ist. Okay. Die kläglichen Reste meines Schweizer Bankkontos und mein allererstes, nun ja, Restaurant, das nie Teil meiner Kette wurde. Ich habe es immer gepflegt, so gut es halt ging. Möge es dir mehr Glück bringen als deinem Großonkel. Carmine Ritelli. Also was ich jetzt schon mal positiv sagen muss, weil dieses Spiel ja wirklich so negative, viele Kritik hat, dass das in dem Sinne vorgelesen wird. Sowas mag ich, wenn, keine Ahnung, ich mag sowas halt, weil es ja auch vernünftig eingesprochen worden ist. So, fortfahren. So. Das erste Restaurant deines Großonkels war eine kleine Pizzatruck. Okay, wo ist denn mein Pizzatruck? Was ist mein Pizzatruck? Ach du Scheiße.
Weißer Bankkonto erhielt zwar noch knapp über 10.000 Euro, aber wenn der Parkgebühr für 3 Jahre ein paar Schweizer kleine Reparaturen sowie einen Satz neue Reifen und Zutaten für Pizza abgebucht werden, wird nicht mehr viel übrig bleiben. Es ist höchstens Zeit, ein paar Pizzas zu kreieren und Geld zu verdienen. Verstanden. Wähle eine Pizzakarte aus und klicke. Verstanden. Pizzakarte legen. Glückliche Besucher. Inis ab. Also da geht's ja richtig steil, ne? Nicht schlecht. Fitinis. Eigentlich haben wir hier Touris. Okay, Position bestätigen. Sieht man denn da? Okay. Erschaffe deine erste Pizza-Rezept. Verstanden. Okay, Leute. Okay. Bauen wir mal eine Pizza, ne? Okay. Forme die Pizza, indem du den Teig mit der linken Maustaste ziehst. Ja, geht nicht. Geht echt nicht. Setze eine Form aus der Pizza zurück oder wähle eine vorige Form. Achso, okay, ja. Ja, Tomatensauce, okay. Schalte eine automatische Reaktion nach der... Ja, okay. Gewinnspanne, bla bla bla. Okay. Wir haben ja jetzt Tomaten schon drauf, ne? Was kommt denn auf eine schöne Salami-Pizza? Eigentlich nur Tomaten, Salami? Wo sind denn... Ah, Salami. Kann man das rückgängig machen? Was ist denn genau? Gibt's halt viel Salami. Dazu brauchen wir Käse. Ja, da mal. Oder hier. So. Fertig. Das ist eine Salami-Pizza. Aber, und jetzt? What the fuck? Was kann man an einer Salami-Pizza nicht mögen? Diese Belagmenge auf der Pizza gefällt mir nicht. Belagmenge. Okay. Zutaten. Okay, fangen wir nochmal an. Aber eine Salami-Pizza ist doch Standard, Leute, oder? Vegane Wurst. Ich mag diese Zutat auf dieser Pizza nicht. Das ist eine Salami. What the fuck? Okay, wir machen jetzt trotzdem eine ganz normale... Salami-Pizza. Fertig. Ja, jetzt ohne Scheiß. Mozzarella, Bella, Erdemar. Ziemlich billig, ne?
Fertig. Speichern. Oder? Aber wirklich so? Ja, komm, ist doch eigentlich okay, oder? Also für eine normale... Ich weiß ja nicht, ob man hier wirklich jetzt... Verkaufspreis, Einkaufspreis. Gewinnspanne festlegen, 10%. Machen wir 20%. So. Haben wir. Ja, gut. Und jetzt? Pizza, das Rezept gespeichert sind, können jede Stadt und jede Spielrunde geladen werden. Hm? Komm, speichern wir. Ja, speichern. Nein, abbrechen. Ja, irgendwie ist das, glaube ich, mit diesen negativen, aber eigentlich haben wir ja Touristen. Also, gut. Ja. Nehmen wir noch eine Tonu. Okay, speichern. Okay. Wie viel muss ich denn noch machen? Guck mal, die alle rein dann, aber das... Wir haben jetzt Salami, Amerikanisch, Fungo und Tonno. Dann nehmen wir noch Grabs. Lassen wir alles so, wie es erstmal ist. Hauptsache, wir haben erstmal... Unsere Pizza. Haben wir schon? Ja, ich glaube, umso mehr man hat, umso besser ist es doch, oder nicht? Gut, die ganzen Zutaten muss man ja auch haben, ne? Was ist das denn hier? So. Du besitzt kein Restaurant, Menükarte. Zieh die Pizza hier rein. Ach, dafür kann man dann Werbung machen. Okay. Ja, hab ich verstanden. Brauchbare Zutaten entfernen. Okay, Werbung, ja. Aber sollten wir wirklich schon Werbung schalten, wenn wir nur noch 600 haben? Mehr Rezepte. Je mehr verschiedene Rezepte auf den verschiedenen Zutaten du anbietest, desto zufriedener sind deine Kunden. Ja, das ist mir alles okay. Was haben wir jetzt hier? Erste Schritte. Je mehr verschiedene Rezepte, umso verschiedene Zutaten du anbietest, desto zufriedener sind deine Kunden mit den Angeboten. Halte Ausschau nach neuen Zielgruppen und bewege einen Pizzakarren, wenn nötig. Zusätzlich kannst du darüber nachdenken, die Öffnungszeiten der Karren zu ändern. Setze jetzt eine zusätzliche Pizza auf die Menükarte. Pizza auf die Karte gesetzt, setze eine neue Pizza auf die Karte. Okay. Mal hier, okay, ja, ist okay. Dann machen wir erstmal noch eine Pizza, würde ich sagen, Leute. Dann machen wir mal eine vegetarische Pizza, oder? Was bedeutet?
Das haben wir. Dann brauchen wir. Kann man denn vegetarisch denn? Darf man ja auch keinen Käse nehmen, ne? Weil hier gab es ja. Vegane Wurst. Dazu kann man dann noch. Ja, irgendwas Veganisches muss man ja noch haben, ne? Grashüpfer. Baden. Regenwürmer. Ameisen. Ist das euer. Wirklich euer Ernst? Keine Ahnung, komm, wir legen da mal Kiwi noch mit drauf. Vielleicht mögen die Leute das ja. Keine Ahnung. Umso mehr Kiwi, umso besser. Aber mit was überbacken wir das denn? Mit Mozzarella. Ich glaube, das sollte dann schon ganz okay sein, oder? Meine Kiwi. Nee, müssten wir ja eigentlich vegan. Aber eigentlich. Nee, vegan dürfen wir ja auch nicht nennen, weil wir haben ja hier ein bisschen. Weißt du, mach die genauso wie vegane Wurst. Naja. So, jetzt sollten wir eigentlich die Aufgabe auch erledigt haben. Was war das jetzt? Setze eine neue Pizza auf die Menü. Haben wir doch. Ist außer Betrieb. Wie spät ist es denn? Hä? Je mehr verschiedene. Ja, das haben wir jetzt verstanden. Okay, das ist jetzt alles auch gut. Was haben wir Betrieb? Öffnungszeiten. 9 Uhr. Die kommen doch alle schon. Wie spät ist es denn? Es ist 14 Uhr, warum haben wir denn nicht offen? What the fuck? Was sind das jetzt für Geräusche hier? Wie kann ich denn den Schuppen jetzt öffnen? Nee, das ist ja falsch. Ich will diesen Schuppen. Den Schuppen doch öffnen und ich habe auch zwei Sätze weitere. Menükarte. So. Lieber Großneffe, ich bin alt und habe tatsächlich deinen Namen vergessen über all die Jahre. Ja. Wenn du dies hier liest, dann hättest du Besseres verdient als einen so nachlässigen Großonkel. Denn du hast dich entschieden, das Restaurant zu übernehmen und das Familienerbe anzutreten. Das ist gut. Es gibt da aber noch ein paar Dinge, die du wissen solltest. Das Verhältnis zwischen deinem Vater und der Familie deiner Mutter war schwierig.
Ich weiß nicht, was er über uns wusste, ob er dich jemals kontaktiert hat, was du über uns weißt. Ich weiß nicht, ob du es wissen willst, aber falls doch, in einigen meiner früheren Restaurants in sehr guten Verstecken findest du Informationen. Wenn du es so weit bringst, verdienst du es, die ganze Familiengeschichte zu erfahren. Du wirst sie finden, wenn dir Pizza wirklich im Blut liegt. Genau deshalb sind diese Informationen vor dem Usurpator sicher. Der investiert nicht. Der interessiert sich nur für Geld. Dein Großonkel Carmine. Das finde ich schon ziemlich interessant. Aber mich würde jetzt eigentlich... Menükarte öffnen, weil wir wollen ja hier alles haben, ne? Ja, weil das, das und das. So. Gouda und Salami, Qualität. Das ist eine gute Qualität. Da könnt ihr kaufen hier frische Pizza. So. Kommen jetzt Gunde. Ja, hier Gunde gibt mir Geld. Und so verdiene ich Geld. Und ich sage vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Pizza, Pizza. Und ich hoffe, ihr kommt morgen wieder. Und schaut nochmal vorbei. Bis dann. Tschüss.